Jo, Leute, was geht? Ich melde mich mal heute nur von YouTube aus. Mach für euch so ein kleines Video, wie ich in die Terroristikwelt eingestiegen bin oder einsteigen werde. Und ich präsentiere euch heute mal meine kleine Asselzucht, die ich jetzt schon angesetzt habe, mit Hilfe von insektenliebe.de. Da kann man gleich komplette Pakete bestellen und es Moos mit dabei, weißfaules Holz, bisschen Laub, Stück Korkrinde, wo sich die Asseln dann unter verstecken können. Ja, es geht um die Asselart Passerio laevis Orange. Orange ist nur die Farbform, weil es gibt davon ganz verschiedene Morphen, so wie Panda, die werden dann schwarz-weiß oder Black, White und so weiter und so weiter. Naja, aber genug der langen Rede, ich werde euch die Tiere jetzt mal zeigen. Jo, so sieht die Box von außen aus. Vielleicht kennen die ein oder anderen das ja. Von Ikea. Bloß, dass die von Insektenliebe gleich mit einem Aufkleber versehen haben. Hier nochmal ein kleiner Werbesticker von denen. Und eine Gase, Terrariumgase. Damit eben gewisser Luftaustausch stattfindet. Die brauchen jetzt keinen immens tollen Luftaustausch, so wie meinetwegen andere Echsen oder andere Terrarientiere. Naja. Moin, Teddy, du auch mal gucken, ja? Auf jeden Fall hier zusammen, also der Deckel wird angeklemmt mit diesen zwei Klemmen. Macht man auf, zubidu. Na, einhändig ist das ein bisschen schwerer. So, drin habe ich jetzt Möhren und Karotten, die sind übergeblieben vom Essen. Habe ich hier reingeschmissen. Die Schale natürlich alles nur Bio oder eben vorher gut gesäubert, weil ja, sonst die Probleme mit den Pestiziden auftreten und der ganze Asselstamm wird zusammenbrechen. Ja genau, da habe ich da ein bisschen Moos drin. Also Moos hält ja die Feuchtigkeit im Terrarium, da diese Tiere ja Krebstiere sind und Feuchtigkeit brauchen zum Überleben, da sie sonst austrocknen. Deswegen braucht man auch keine Angst haben, dass wenn ein Tier mal entweicht oder ausbricht, dass man gleich eine Invasion in der Wohnung hat, da sie einfach ja vertrocknen. So, dann habe ich ja Sepiaschale. Die ja dazu da, dass die Tiere eben in gewisser Weise im Kalk da haben. Ja, Blätter, Laub darf ja nicht fehlen. Dann habe ich da im Boden mit eingearbeitet gleich das weißfaule Holz. Das ist dann deren Lieblingsspeise momentan. Und eben der Rest, der hier drin liegt, an Möhren. Rein kommt auch manchmal noch Gurke, und aber eben geschälte Gurke, wenn es keine Bio-Ware ist. Dann habe ich dort Süßkartoffeln auch gerne. Die fressen sie am liebsten. Aber die muss ich erstmal wieder einkaufen. Ich habe jetzt gedacht, ich packe mal nur Möhren rein. Jo. Bisschen Seemandelbaumblätter habe ich drin. Davon darf man aber nicht zu viel reinmachen, weil die den pH-Wert vom Boden an hier senken. Und wir brauchen einen erhöhten pH-Wert, weil die Tiere Kalk brauchen für den Panzer. Damit sie eben den Panzer nachbilden können, weil die Tiere sich auch regelmäßig häuten. So. Ja genau, ich weiß nicht, da in der Ecke hat man eben gerade eins gesehen. Die verstecken sich meist hier gerne unter der Korkrinde. Da haben wir sie alle. Sind aber noch, was heißt, relativ kleine Tiere. Dort unten sieht man auch gleich wieder eine wandern. Die denkt sich, huch, wo ist mein Häuschen hin? mein Schutz. Der geht wieder rauf. Ja genau, die Korkrinde, da verstecken sie sich halt unter oder fressen die auch gerne mal an. Denn, ja, das Laub natürlich hier unter. Hoppala, falsch da. So, alles voller Laub. Ist natürlich mit dem Bodengrund eingearbeitet, damit ja, die immer eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit haben. Und ja, was gibt es noch zu erzählen? Also allgemein jetzt zu den Passerio laevis. Die werden bis zu 2,3 cm groß, werden bei einer Temperatur gehalten von 18 bis 26 Grad. Also sind auch gut bei Zimmertemperatur zu halten, außer eben in einem Zimmer, wo nicht geheizt wird im Winter. Das ist dann schlecht. Sie sind kosmopolitisch, also die sind weit vertreten. Wo sie jetzt genau herkommen, kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, leben fast überall. Werden bis zu 2,3 cm groß, sind mit 8 Monaten ungefähr erst ausgewachsen, aber können sich schon deutlich vorher oder früher fortpflanzen. So, ich habe hier den Zuchtansatz ja bei Insektenliebe bestellt und die Tiere, die sind alle noch relativ, also in Anführungsstrichen relativ klein. Die werden ja noch deutlich größer, das sind ja in ihrem Leben 2,3 cm. Und trotzdem haben sie sich bei mir schon vermehrt. Ja. Jo, und was soll ich noch zu sagen?
Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt das in die Kommentare. Ich versuche das euch so gut wie es geht zu beantworten. Jo, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da, folgt mir und Daumen nach oben. Das ist das beste Lob für einen YouTuber. Und ja, dann bis zum nächsten Video.